Der Mutter tut er nichts, aber zurück in Deutschland lebt er seine Gewaltfantasien ungehemmt weiter aus. Im Sommer 1959 besteigt er den Nachtzug Hamburg-Basel-Albenga. In Heidelberg steigt die 22-jährige Dagmar Klimek mit zwei Freundinnen zu. Eigentlich wollen die drei Frauen dasselbe Abteil, aber ihre Plätze wurden falsch reserviert. Zwei von den Mädchen oder jungen Frauen waren in dem Abteil, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, 10, sag ich mal. Und in Abteil 11 war dann Dagmar Klimek. Und sie war alleine. Dagmar Klimek fürchtet sich allein und bittet den Zugpagen, zu ihren Freundinnen zu dürfen. Ich habe dann gesagt, es tut mir leid, ich kann das nicht übersehen, ob wir noch Gäste in Freiburg kriegen. Es konnte sogar noch sein, dass wir Gäste in Basel dazu kriegten, sodass also dann eine Komplikation, dann schlafen die Leute und dann gibt es eine Komplikation, dann wollen die Leute auf ihrem Platz und dann ist es halt ein Durcheinander. Etwas später macht der Reiseleiter seine Runde. Nicht weit entfernt von Dagmar Klimek sitzt ein Gast, der keinen Platz reserviert hat. Er wollte ganz gerne ein bisschen alleine sein. Gott, ich konnte es ihm nicht verbieten. Warum? Das Abteil war ja leer, waren ja keine Gäste da. Und wir haben ganz kurz gesprochen und dann ging ich weiter. Der Zug nimmt Fahrt auf. Immer schneller rast er Richtung Basel. Irgendwann fällt auch dem Zugpagen der Alleinreisende auf. Aufgefallen ist mir, dass die Sprache ein bisschen gedeckt war. So habe ich das in Erinnerung. Also eine etwas... ja, wie soll man das nennen? Geknebelte Sprache. Nur ein paar Abteile entfernt hat sich Dagmar Klimek inzwischen beruhigt und ist eingeschlafen. Das Bild werde ich ja nicht mehr los, nicht? Wie das Mädchen da auf dem Polster lag und schlief und ich mach noch das Licht aus. Hätte ich sie nicht wecken können? Fragte ich mich ja damals, nicht? Habt sie ja nicht geweckt. Sie hat doch nicht gestört, dass sie da lag. Das Abteil war leer, nicht? Rolf Huter und Joachim Pragerl ahnen nicht, dass ein Mörder sein Opfer sucht. Mitten in der Nacht hat er es gefunden. Er setzt sich zu Dagmar Klimek ins Abteil. Wenn ich gesagt hätte, klar, können Sie alle drei in dieses Abteil gehen, dann hätte es verhindert werden können. Gegen 2 Uhr nachts sucht Dagmar Klimek die Toilette auf. Sie bemerkt nicht, dass ihr der Mann aus dem Abteil folgt. Alles, was jetzt passiert, hat er detailliert geplant. Bei voller Fahrt öffnet er die Zugtür. Dann wartet er. Alle anderen schlafen. Wir waren schon ziemlich an die Grenze gekommen. Ich konnte meine 2, 3 Stunden, mir waren es nie, irgendwo über Platz war, meistens in dem Reiseleiterabteil, da konnte ich mich hinlegen. 120 Stundenkilometer fährt der Zug, als Dagmar Klimek die Toilette verlässt. Pomerenke stößt die Frau aus dem Zug. Dann zieht er die Notbremse. Es geht Herrn Pomerenke darum, Opfer möglichst verfügbar zu machen, das möglichst sicher zu tun. Und da ist die Idee, die ihm dann gekommen ist, eine Person aus dem Zug zu werfen, die dann ja hilflos ist, schwer verletzt, passt genau in dieses Muster, das sich auch zeigt, wenn er zum Beispiel ein Messer einsetzt oder wenn er die Person bis zur Bewusstlosigkeit wirkt oder tötet. Als der Zug steht, springt Pomerenke heraus, um Dagmar Klimek zu suchen. Die Freundinnen aus dem anderen Abteil schrecken nur kurz hoch, wie sie später zu Protokoll geben. Ungefähr um 3 Uhr hörte Inge schreckliche Schreie. Sie wachte auf und weckte uns alle. Wir alle sagten, sie hätte bestimmt geträumt. 4 Tage später findet die Polizei Dagmar Klimeks Leiche. Pomerenke hatte sie in der Nacht schwer verletzt gefunden, dann getötet, dann missbraucht. Die Polizei verhört Joachim Pragerl, der die jungen Frauen in getrennten Abteilen untergebracht hatte. Jedenfalls war ich im Verdacht, ein Sexualmörder zu sein. Und das ist ja nun nicht gerade eine angenehme Lage. Der brutale Mord im Zug erschüttert die Öffentlichkeit. Sie nimmt Anteil an der fieberhaften Suche nach dem Mörder. Nach langen Verhören kann der Zugpage die Polizei von seiner Unschuld überzeugen. Aber er selbst macht sich Vorwürfe.
Und nun kann man sich ja nüchtern sagen, wieso, ich habe getan, was meine Aufgabe war. Aber das Nüchterne ist eine Sache und das schlechte Gewissen oder Schuldgefühle, die man hat, ist eine andere. Und das ist eigentlich immer das Gewichtigere. Ich konnte nicht schlafen. Wenn ich mal eindämmerte im Hause, dann schrie ich. Ja, ich war sehr angetan, ja, sehr. Und ich habe dann auch kurz darauf habe ich auch gekündigt, das konnte ich nicht mehr da. Dagmar Klimek ist noch keine 24 Stunden tot, da sucht Pomarenke sein nächstes Opfer. In diesem Gasthof, im Schwarzwaldort Hornberg, hatte er vor Monaten kurzzeitig gearbeitet. Jetzt bricht er in die Küche ein, um sich Mordwerkzeuge zu besorgen. Er will weiter töten, für seine Lust. Von dem, was ich weiß, gehe ich nicht davon aus, dass es eine spezielle Attraktivität hat, dass die Opfer tot sind, sondern das generelle Muster ist, dass die Opfer möglichst gut verfügbar sind. Verfügbar heißt, möglichst keine Gegenwehr zeigen, dass Herr Pomarenke mit ihnen machen kann, was er will. Das kann er mit einer bewusstlosen Person, das kann er auch mit einer toten Person. Die Angst geht um bei den Frauen der Gegend. So wie bei Hildegard Pott. Es war schockierend natürlich, weil man da in der Nähe wohnt und dann denkt man, oh, er soll doch nicht bei uns auch vorbeikommen oder so, weil wir hatten ein Restaurant. Trotzdem geht sie zu Fuß zur Arbeit nach Triberg. Ihr Weg führt sie mitten durch den Wald. Irgendwann bemerkt sie einen Mann, der sie verfolgt, am helllichten Tag. Und dann hatte ich Angst. Ich denke, oh, jetzt, wenn ich hier oben in der Kurve bin und dann renne ich, dann sieht er mich nicht. Und auf einmal hatte ich zwei Schläge auf meinem Kopf. Auf einmal habe ich meine Hände genommen und gefühlt und dann ich merkte es Warmes auf meinem Rücken und dann hatte ich alles Blut und Haare ineinander und dann habe ich eigentlich erst geschrien um Hilfe. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Angriff. Noch heute trägt sie zwei lange Narben auf dem Kopf. Und noch etwas hat sie zurückbehalten. Zu Hause, wo ich ging, immer Angst. Vom Mond selbst, wenn der Mond schien und ich schaue zurück und ich sah meinen Schatten hinten, dann schrock ich furchtbar. Dann denke ich, da steht jemand hinter mir. Von der seriösen Tageszeitung bis zur Bildzeitung. Überall machen die Morde Schlagzeilen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nach einem Hinweis durchsuchen Beamte eine Laubensiedlung, in der sich der Mörder aufhalten soll. Das war eigentlich meine erste Durchsuchungsaktion, wo wir alle mit vorgehaltenem Gewehr eine Durchsuchung gemacht haben. Das hat es später wieder gegeben in Maschinenpistole in der RAF-Zeiten, also in Terrorismuszeiten. Aber nach dem Krieg war das eigentlich die erste Fahndung, die ich dann so erlebt habe, nicht? Wo man gewusst hat, er ist bewaffnet, wo man gewusst hat, ist gefährlich, indem man so nach ihm durchsucht hat. Doch Pomarenke sitzt in keiner Gartenlaube. Er ist bei einem Schneider. Sein Anzug ist blutig. Er bestellt einen neuen. Als er den Laden verlässt, vergisst er seine Aktentasche. Der Schneider öffnet sie und traut seinen Augen nicht. Neben der Pistole entdeckt er ein blutiges Sakko und alarmiert die Polizei. Als Pomarenke seine Tasche abholen will, wird er im Geschäft vom örtlichen Beamten schon erwartet und abgeführt. Auf einmal macht der junge Mann einen Satz und zack, da geht's etwas bergauf, den Weg hoch. Und der Gendarm sein Fahrrad hingeworfen und schrien, bleiben Sie stehen oder hier in sowas. Gell? Verfolgungsjagd mitten durch Hornberg. Pomarenke flüchtet, der Polizist rennt hinterher. Da waren vier oder fünf
junge Männer. Und die haben ja den Gendarm schreien hören, haben den jungen Mann da drinnen hören oder gesehen und sind ihm nach. Nicht der Gendarm hat den verwischt. Natürlich war man auch hier als Polizist froh aus diesem Fahndungsdruck und auch von den Erwartungen der Bevölkerung, die bei einer solchen Straftat ja immer mitschwingen. Ermittelt denn die Polizei oder nicht? Kann die denn nicht festnehmen und so weiter? Dass man da auch dienstlicher Seite aus dann entlastet war. Kurz nach der Verhaftung. Eine Frau erkennt in der Verbrecherkartei Pomerenke als den Mann, der sie vergewaltigt hat. Ist der Polizei der große unbekannte Frauenmörder ins Netz gegangen? Stundenlange Verhöre folgen, doch Pomerenke streitet alles ab. Haben es die Beamten mit einem besonders cleveren Verbrecher zu tun? Im Grunde genommen kann man ja den Begriff, glaube ich, Cleverness für einen Menschen, der so grausam mordet, nicht anwenden. Er hat sich in einer Kategorie bewegt, wie für den normalen Menschen.